hoffe, ihr hört im Hintergrund die Baustelle nicht so arg. Ich habe euch ja im letzten Vlog gezeigt, was im Moment so bei uns los ist draußen. Zum Ersten, ich habe, wie vielleicht manche gesehen haben, mein Banner geändert, also mein Bild auf meinem YouTube-Kanal. Und da steht jetzt nicht mehr drauf, dass jeden Sonntag ein Video online kommt, weil ich euch einfach nicht veräppeln will und es gefühlt nur jeden zweiten Sonntag schaffe, eins hochzuladen. Habe ich auch auf Instagram schon angekündigt. Und ja, ich komme mir einfach blöd dabei vor, wenn ich dann da draufstehen habe, dass jeden Sonntag ein Video kommt, und das ist einfach nicht der Fall. Ich werde trotzdem regelmäßig Videos hochladen, verspreche ich euch. Nur schaffe ich es halt einfach irgendwie nicht, Termine einzuhalten. Ich bin ja momentan auch viel am Lernen. Drück mich jetzt vielleicht mit diesem Video auch ein bisschen vorm Lernen. Außerdem ist das Wetter so mega, dass ich jetzt nicht drin versauern wollte. Ich könnte zwar mein Zeug auch mit rausnehmen, aber ich mache jetzt das Video erstmal für euch. Ja, und dann haben wir halt am Haus viel zu tun. Die Hunde möchten auch noch bespaßt werden und deshalb schaffe ich es einfach nicht, Termine einzuhalten. Ich mache dann die Videos, wann ich Lust habe. Aber so unter Druck habe ich auch nicht das Gefühl, dass so tolle Videos dabei rauskommen. So, dann zum Zweiten. Das soll ja jetzt ein Frettchen-Video werden. Ich habe nicht vor, in Zukunft so viele oder überhaupt Videos über die Frettchen zu machen, weil meine Leidenschaft einfach die Hunde sind. Und ich auch sehr viel, wenn es dann jetzt mal endlich vorangeht, vom Haus zeigen möchte, wie wir da gestalten, umbauen. Und das einfach die Dinge sind, die mir im Moment mehr Spaß machen. Trotzdem gibt es sehr, sehr wenig Videos und korrekte Informationen zum Thema Frettchen. Deshalb möchte ich da trotzdem ein bisschen aufklären. Nicht wundern, ich habe mir ein paar Notizen hier auf meinem Laptop gemacht, falls ich da jetzt öfters drauf gucken werde. Ja, damit ich einfach nicht vergesse, irgendwas Wichtiges zu sagen zum Thema Frettchen, was ich gerne loswerden möchte. Ich werde unsere drei Racker jetzt auch gleich mal vor die Kamera holen, damit ich die euch erstmal vorstelle. Unsere Frettchen sind fast 6 Jahre alt. 5,5 sind sie. Bei Benji kann man es nicht genau sagen, weil er aus dem Tierschutz kommt und wir wissen einfach nicht genau, wie alt er ist, aber er ist auch ungefähr in diesem Alter. Und die Lebenserwartung von Frettchen beträgt laut Internet zwischen 6 bis 8 Jahren, manchmal steht da auch 8 bis 10 Jahren, also ganz so eindeutig ist es auch nicht. Auf alle Fälle merkt man mittlerweile, dass unsere Frettchen schon in ein fortgeschritteneres Alter gekommen sind. Die sind jetzt ruhiger geworden und Nala ist auch nicht mehr so sicher auf den Beinen. Genau, aber ich stelle euch die drei jetzt einfach erstmal vor, zeige euch die kurz und dann kommen einige Informationen zum Thema Frettchen. So. Also, wir haben hier Balu und das hier ist die kleine Nala-Maus und Bailey ist ganz glücklich über die Frettchen. Die Hunde verstehen sich im Übrigen super mit den Frettchen. Ich glaube, den Frettchen sind die Hunde weitestgehend egal. Leo ist auch sehr ruhig mit den Frettchen. War am Anfang nicht so, da hatte sie eher ein bisschen Schiss davor, aber sie hat sich echt super daran gewöhnt. Und Bailey ist halt noch ein bisschen stürmisch. Ihr hört im Hintergrund vielleicht die Frösche vom Teich meiner Eltern. Hallo Mama, ich mache ein Video. So, also, ja. Balu und Nala habe ich als Welpen bekommen. Da waren die zwei 9 Wochen alt, meine ich. 8, 9 Wochen alt. Wundert euch nicht, die Krallen sind jetzt auch ein bisschen lang. Die habe ich extra ein bisschen wachsen lassen, dass ich die nachher zusammen mit euch auch noch schneiden kann. Genau, habe also quasi die Frettchen selbst erzogen und bei Benji war das anders, weil er ja aus dem Tierschutz kam, den haben wir glaube ich vor 2 Jahren dann dazu geholt. Im Übrigen, da wurde ich auch schon drauf angesprochen, der Schwanz sieht natürlich normalerweise nicht so aus. Das liegt auch nicht am Alter, das hat einfach mit dem Fellwechsel zu tun bei den Frettchen. Wenn die im Sommer die Haare verlieren, das ist so ein genannter Fettschwanz. Durch die Talgdrüsen, die verstopfen manchmal und deshalb wachsen da dann öfters keine Haare mehr nach.
Aber im Winter sieht er dann wieder ganz normal aus. Also da kommen dann die Haare wieder neu mit. So, ich will euch gar nicht länger quälen, ihr Süßen. Ich bringe euch mal wieder zurück. So, und das ist unser Benji. Nicht, Bats? Benji kam mit circa ein, zwei Jahren zu uns, ist dementsprechend jetzt circa 4 Jahre, würde ich. Ich glaube, er ist auch auf alle Fälle jünger als unsere anderen beiden. Ja, weil er einfach noch um einiges fitter ist. Ne, Spatz. Benji ist blind auf einem Auge. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Er ist, glaube ich, jetzt eh nicht ganz scharf. Ne? Ja, Albinos sehen ja generell, glaube ich, nicht so gut. Und er rennt auch gelegentlich gegen Sachen. Ne, Spatz? Aber auch ein ganz, ganz lieber. Nee, Baby, du magst ihn auch, den Benji. Ich glaube, der größte Aberglaube um die Frettchen ist, dass es Nagetiere sind. Nein, sind es nicht. Es sind tatsächlich reine Fleischfresser, also kleine Raubtiere wie auch Iltis oder Marder. Ernähren sich also wirklich eigentlich nur von Fleisch. Gemüse in gewissen Mengen kann sogar giftig sein, weil sie es einfach nicht verwerten können. Und ja, da solltet ihr lieber die Finger von lassen. Gutes Beispiel. Bei dem Film Vaterfreuden kennt ihr bestimmt mit Matthias Schweighöfer. Finde ich auch immer schade, dass da so ein falsches Bild in solchen Filmen übermittelt wird von Frettchen. Da bekommt das Frettchen zum Beispiel eine Möhre zu essen. Geht gar nicht, Leute. Echt nicht. Also, wir bestellen für die Frettchen Eintagsküken mit als Frostfutter, wenn wir auch für die Hundefutter bestellen. Die bekommen sie dann ein-, zweimal die Woche. Die werden auch komplett mit Federn und Krallen alles weggeputzt. Also ihr braucht da dann auch wirklich nichts mehr sauber zu machen oder so. Einfach nur reinschmeißen, falls das manche von euch eklig finden und ihr Frettchen haben wollt. Gehört leider dazu, diese Fütterung. Dann das allerbeste Futter auf dem Markt. Ich würde meinen Frettchen niemals ein anderes Futter kaufen. Ist von Frettchen for You. Der Entwickler ist Dietmar Hanke mit seinem Ehemann. Wirklich ein super lieber Mensch. Ich habe mit dem auch schon öfters geschrieben. Wahrscheinlich kennt er mich nicht. Aber ja, wie gesagt, ich habe ihm schon öfters geschrieben, wenn ich mal ein Problem hatte. Und man merkt auch einfach, ja, dass das Thema Frettchen und die Ernährung eine Herzensangelegenheit für ihn ist. Und das Futter ist wirklich toll. Er hat also den Verdauungstrakt und ja, alles grundlegend neu durchdacht, um wirklich das perfekte Futter für Frettchen auf den Markt zu bringen, weil es auch meiner Meinung nach kein perfektes Futter für Frettchen gibt. Außer das. Wir haben da jetzt die Sorte Ferritastic. Ich finde auch die Namen so cool. Nico und ich haben auch das neue Futter mega gefeiert vom Namen her. 87% reines Fleisch. Und das kriegt man, glaube ich, nirgends außer im Frettchen for You Shop. Ich zeige euch auch gerade mal, wie die Pellets aussehen. Also so sieht das aus. Man muss dazu sagen, ja, es ist teurer als anderes Frettchenfutter, aber dafür kann es halt auch viel besser verwertet werden. Das heißt, die Frettchen fressen weniger davon. Heißt wiederum, dass sich die Kosten eigentlich die Waage halten, weil ihr natürlich von billigem Futter viel mehr nachkaufen müsst oder viel schneller nachkaufen müsst. Als Leckerli geben wir eigentlich nur Vitaminpaste und getrocknetes Fleisch. Die Vitaminpaste, ohne die könnte ich keine Frettchenhaltung betreiben. Die ist das Wundermittel schlechthin. Zum Beispiel auch was das Krallenschneiden angeht. Da blende ich euch das am besten jetzt schon an dieser Stelle ein, wo wir beim Thema sind, wie ich den Frettchen die Krallen schneide. Dazu ist die Vitaminpaste wirklich notwendig, weil sie sonst einfach nicht stillhalten würden. Und für die Paste würden die Frettchen alles tun. Die Krallen werden circa einmal im Monat geschnitten. Das Trockenfutter muss auch wirklich rund um die Uhr zur Verfügung stehen, weil Frettchen einen sehr, sehr kurzen Verdauungstrakt haben und innerhalb von
circa 3 bis 4 Stunden unterzuckern, wenn sie kein Fressen zur Verfügung haben. Deshalb wirklich einfach immer gucken, dass der Napf voll ist. Dann ist es so, dass Frettchen zwar sehr, sehr menschenbezogen sind und auch eine gute Bindung zu ihrem Menschen aufbauen können. Trotzdem ist Einzelhaltung ein No-Go, so wie es eigentlich bei den meisten Tieren ist. Und ich glaube, wer Frettchen auch schon mal zusammen hat spielen sehen, der weiß auch, was ich meine und dass kein Mensch einen Artgenossen ersetzen kann. Ich habe euch ja auch schon mal unser Frettchenzimmer gezeigt. Heißt, unsere Frettchen kennen gar keinen Käfig, die wissen gar nicht, was das ist. Und für mich würde da auch nichts anderes in Frage kommen, außer ein eigenes Zimmer oder eben ein riesiger Käfig und täglich Auslauf. Die Frettchen gehen bei uns auch aufs Katzenklo. Wenn wir das mal vergessen, sauber zu machen, dann machen sie auch daneben. Jetzt mittlerweile auch des Alters verschuldet, macht Balu sehr oft auch daneben. Da müssen wir dann halt öfters einfach wegmachen. Leider Gottes ist es so. Da haben wir bei Nala sehr großes Glück, weil sie geht wirklich, würde ich behaupten, zu 99,9% aufs Katzenklo. Es gibt auch Leute, die eine reine Wohnungshaltung bei den Frettchen haben. Dann muss natürlich aber auch alles frettchensicher sein. Sprich, alle Pflanzen außer Reichweite, weil die sehr gerne buddeln und ja, alles Mögliche einfach verschleppen. Sich haben sie auch bei uns schon gemacht, von unten durch die Couch graben, wühlen. Also es sind wirklich kleine Chaoten. Wenn man Frettchen halten möchte, muss man sich im Klaren darüber sein, dass es nicht die günstigsten Haustiere sind. Wenn ich jetzt überschlagen müsste, würde ich sagen 50 bis 70 € im Monat, wenn man sich das Futter leisten möchte, bei 2 bis 3 Frettchen. Da kommen ja dann auch noch die Tierarztkosten dazu, Katzenstreu. Das erwähne ich jetzt wirklich extra, weil man viel Katzenstreu braucht und es schluckt auch wirklich mehr Geld, als man denkt. Obwohl wir das günstige Katzenstreu von Lidl kaufen, was im Übrigen auch echt super ist. Also ich finde das richtig gut. Wenn man jetzt Kinder im Haushalt hat und wissen möchte, sind Frettchen geeignete Tiere für Kinder, würde ich sagen, jein. Ich würde sie jetzt nicht unbedingt für die perfekten Tiere für Kinder empfehlen. Einfach weil sie sehr grob spielen. Wir haben bei Nala auch nie rausbekommen, dass sie zwickt. Sie zwickt uns bis heute. Uns macht es nichts aus. Wir haben uns daran gewöhnt. Wissen auch, dass sie es nicht böse meint. Und ja, im Spiel, wie Welpen könnt ihr euch das eigentlich vorstellen, spielen die einfach sehr viel mit dem Maul. Und bei Frettchen, im Gegensatz zu Welpen, verliert sich das halt mit dem Alter nicht. Deshalb wird da sehr viel mit dem Maul und den Zähnen gespielt. Und man hat eigentlich immer Kratzbissspuren an Händen und Armen. Man muss aber auch sagen, dass es nicht bei jedem Frettchen so ist. Das heißt, wenn ihr euch schon ältere Frettchen holt und ihr euch anguckt, dann könnt ihr natürlich bewusst welche auswählen, bei denen das nicht so stark ausgeprägt ist. Balu zum Beispiel hat als Welpe sehr viel gebissen, aber seit er aus dem Welpenalter raus ist, komplett gar nicht mehr, nie wieder. Und den würde ich auch mit gutem Gewissen, ja, Kindern empfehlen. Aber wie gesagt, da muss man sich halt dann mehrere Frettchen in einem gewissen Alter schon angucken. Was ich bei Frettchen aber so interessant finde, ist, dass wirklich jedes Frettchen seinen eigenen Charakter hat. Das sind wirklich sehr charakterstarke Tiere. Hamster, ich weiß jetzt nicht genau, ob das bei Meerschweinchen, Kaninchen so ist, aber ich glaube auch auf keinen Fall so stark wie bei Frettchen. Ja, der ein oder andere würde jetzt wahrscheinlich sagen, mein Hamster ist auch sehr charakterstark und das ist typisch mein kleiner Tipsy. Ja, es gibt natürlich so Sachen, die der eine Hamster macht, der andere nicht. Aber ich glaube, wenn man mal Frettchen erlebt hat, dann weiß man da auch, was ich meine. Also die sind wirklich charakterlich alle so krass unterschiedlich. Und ich habe ja 2 Hunde und kann auch behaupten, dass es an Hundecharakter sehr stark rankommt. Ich würde sagen, Frettchen sind so eine gute Mischung aus Hund und Katze. Und beide haben ja irgendwie auch
so einen gewissen Charakter. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Jeder Hund hat einfach seinen eigenen Kopf, seinen eigenen Charakter und so ist es bei Frettchen auch. Das finde ich mega interessant. Das macht sie auch liebenswert. Und ich glaube, da ist es auch so, dass man sagen kann, ja, ich hatte in meinem Leben vielleicht schon 20 Frettchen, aber ich kann mich an jedes einzelne Frettchen davon erinnern und ich kann jedes einzelne Frettchen voneinander abgrenzen. Das ist, glaube ich, bei Hamstern jetzt nicht so, wenn man 20 Hamster hat. Würde ich jetzt mal behaupten. So, dann werde ich immer wieder gefragt, wie es denn mit dem Geruch bei Frettchen aussieht. Sie riechen auf alle Fälle. Wahrscheinlich sogar ein bisschen stärker als Kaninchen und Meerschweinchen. Aber man muss auch einfach sagen, das meiste, was riecht, sind eigentlich nicht die Frettchen an sich, sondern die Katzenklos, die Decken, die im Gehege rumliegen, der Boden an sich, der ganze Raum einfach, wo sich die Gerüche absetzen. Wir machen es selbst nicht, seit wir jetzt beide so viel Stress auf Arbeit haben. Gebe ich offen zu, aber man müsste spätestens einmal die Woche wirklich alles von Grund auf durchwischen, sauber machen, Decken waschen, Näpfe auswaschen, Klos komplett reinigen, am besten mehr als einmal die Woche und dann hält sich das wirklich in Grenzen. Was arg stinkt, sind Rüden, die nicht kastriert sind. Wo wir auch dann beim Thema Kastration wären, was auch wiederum Geld schluckt, weil man Frettchen nämlich kastrieren muss. Sowohl die Rüden als auch die Feen, so heißen die weiblichen Frettchen. Da ist es nämlich tatsächlich so, Plio, alles gut, alles gut. Da ist wirklich so, dass wenn die Feen nicht gedeckt werden, dass sie in die sogenannte Dauerranz kommen können und so krass im Hormonüberschuss sind, dass sie im schlimmsten Fall sogar daran sterben können. Es klingt jetzt wirklich dramatisch, aber das ist es auch. Also Feen müssen unbedingt kastriert werden, Leute. Was gibt's noch zu sagen? Frettchen schlafen um die 17 Stunden am Tag. Die gewöhnen sich auch sehr krass an den Rhythmus. Also wenn ihr ins Zimmer kommt, wenn ihr zu Hause seid, dann sind die auch wach. Und die meiste Zeit, wenn ihr einfach nicht im Zimmer seid, in der Nähe der Frettchen seid, dann schlafen die auch. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich noch sagen soll. Ich glaube, über die wichtigsten Sachen habe ich jetzt einfach aufgeklärt. Und wir können es ja auch einfach wieder so machen, dass wenn ihr noch Fragen offen habt, dass ihr die wieder unten in die Kommentare reinschreibt und ich euch die dann weitestgehend beantworte. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich lerne jetzt weiter. Yay! Bis zum nächsten Mal.